Es war aber nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das da Ostern heißt. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Ostern wird, und des Menschensohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Da versammelten sich die Hohenpriester und Schriftgelehrten, die Ältesten des Volkes, und hielten Rat, wie sie ihn mit List griffen und töteten. Es war aber der Satan gefahren in Judas, genannt Ischariot, der ging hin und redete mit den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Und am Abend, da die Stunde kam, setzte sich Jesus zu Tisch mit seinen Jüngern, nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen nahm er auch den Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung. Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, ging Jesus hinaus über den Bach Kidron an den Ölberg. Da war ein Garten. Darein ging Jesus mit seinen Jüngern und fing an zu trauern, zu zittern und zu zagen. Und er kniete nieder, fiel auf sein Angesicht und betete: Abba, mein Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und es geschah, dass er mit dem Tode rang. Es war aber ein Schweiß aus Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Und als er noch betete, siehe, da kam Judas und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stangen. Der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greift und führet ihn sicher hinweg. Und Judas trat zu Jesus und sprach: Gegrüßt seist du, Rabbi. Und er küsste ihn. Da traten sie hinzu, legten die Hände an Jesus und griffen ihn. Da verließen ihn die Jünger und flohen, die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn zuerst nach Hannas, der sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Petrus aber folgte Jesus nach, von ferne, bis in den Palast des Hohenpriesters. Die Magd aber des Hohenpriesters, die Türhüterin, sprach zu Petrus: Du warst doch auch mit dem Jesus von Galiläa. Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er leugnete aber und sprach: Weib, ich bin's nicht, ich kenne ihn nicht, ich weiß auch nicht, was du sagst. Und er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, und alsbald krähte der Hahn. Des Morgens aber versammelten sich die Ältesten des Volkes, die Hohenpriester und Schriftgelehrten, und hielten einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten. Und Jesus sagte zu ihnen: Ihr sagt es, denn ich bin's. Und der ganze Haufe stand auf, und sie führten ihn vor Pilatus. Der ging zu ihnen hinaus und sprach: Was bringt ihr für eine Klage wider diesen Menschen? Will ich sein Licht?
Pilatus sprach: So nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt, legten ihm einen Purpurmantel an und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand, beugten die Knie vor ihm und spotteten ihn, schlugen ihm ins Gesicht und spieen ihn an. Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde. Sehet, welch ein Mensch! Pilatus aber sprach: Soll ich euren König kreuzigen? Barabbas aber war ein Mörder. Pilatus sprach zu ihnen: So nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz, denn ich finde keine Schuld an ihm. Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Getümmel entstand, gedachte er, dem Volk zu Willen zu sein und urteilte, dass ihre Bitte geschähe, nahm Wasser und wusch seine Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu! Da gab er Barabbas los. Jesus aber übergab er ihrem Willen, dass er gekreuzigt würde. Da nahmen die Kriegsknechte Jesus und führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten, und mit ihm zwei Übeltäter, einen zur Rechten und einen zur Linken, Jesus aber mitten inne. Und es war die dritte Stunde, da sie ihn kreuzigten. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es standen aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seine Schwester Maria, des Kleophas Frau, und Maria Magdalena.
Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jüngern dabei stehen, den er lieb hatte, sprach er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Und danach sprach er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Desgleichen auch die Hohenpriester verspotteten ihn mit den Schriftgelehrten und Ältesten samt dem Volk und sprachen: Übeltäter sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und um die neunte Stunde rief Jesus laut und sprach: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und damit die Schrift erfüllt werde, sprach er: Mich dürstet. Alsbald lief einer vor ihnen hin, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und abermals rief er laut auf und sprach: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, neigte er das Haupt und verschied.